Alright, wir schauen uns heute an, wie man Satoru Gojo am besten bildet. Wir schauen uns an, welche Memories man braucht, welche Fähigkeit man am besten level upen sollte und in welchem Team man ihn spielen sollte. Und ich werde das jetzt wahrscheinlich in jedem Video hier sagen, aber schreibt euren Freundescode in die Kommentare. Wir helfen uns alle gegenseitig. Wenn ihr wisst, was meine Freundescode ist, jemand gibt euren Freundescode ein und wenn die weiterspielen, bekommt ihr Rewards und die Rewards sind extrem, extrem gut. Und das sind einfach free Sachen, wo man Rewards bekommen kann. Es haben extrem, extrem viele ihren Freundescode in die Kommentare geschrieben und macht das einfach. Das ist wirklich extrem, extrem nice. Bevor wir anfangen, würde mich natürlich ein Abo und ein Like freuen. Ich würde sagen, wir fangen an. Gojo ist mit Abstand der beste Charakter unreleased jetzt gerade. Mal schauen, wie es in ein paar Monaten aussieht. Da kommen schon ein paar nice Charakter raus, sage ich mal. Und die werden wir natürlich auch anschauen, aber jetzt gerade ist Satoru Gojo der beste Charakter und der ist wirklich, wirklich cracked. Er hat nicht wirklich krasse Sachen an seinen Skills. Ich denke, das, was ihn ausmacht, ist sein bestialischer Damage-Output, ist wirklich insane. Er macht hier mit gut aufmerksam, also alles hier auf Deutsch auch richtig geil, macht er mit Fluchtechnik, also das ist eigentlich das Wichtigste. Hier macht er Fluchtechnik Damage, hier macht er Nahkampfschaden, Körpertechnik Damage. Das sind die zwei Unterschiede von den Attacken. Das hier macht allgemein mehr Damage, weil es mehr Prozente hat in dem Damage. Als dritten Skill hat er einen Self-Buff. Dieser Buff geht nur für ihn und er bufft sich selbst 3 Züge lang. Bei mir jetzt zum Beispiel, ich habe es jetzt geupgradet, bei mir ist es jetzt 86,1%. Und er bekommt dann mehr verursachten Schaden, was richtig, richtig crazy wird mit der Ultimate. Und ja, wir haben gerade über die Ultimate geredet, die ist wirklich cracked. Fast 700% Schaden nur auf Stufe 4. 700% Fluchtechnik-Schaden. Und das ist sehr, sehr wichtig, dass es eine Fluchtechnik ist. Da werden wir nochmal gleich dazu kommen. Das wird wichtig sein für Memories und welche Buffer man spielt. Distanzschaden und Fluchtechnik und einfach 700%. Er damaged alle Gegner, das heißt, jeder, der auf dem Feld ist, wird gedamaged und einfach geguckt. Also ich sag's so, wie es ist, die werden einfach komplett auseinandergenommen. Ja, und sein Ultimate-Kooperationseffekt ist, gewährt sich selbst und dem Mitwirkenden von Ultimate Kooperation 2 Züge lang 12% Bruchschadenerhöhung, fügt einen Gegner an, oh ja, und dann noch die Distanzschaden in Höhe von 105% zu. Eigentlich das Wichtigste sind die 12% Bruchschaden, was sehr, sehr nice ist. Wenn ihr nicht wisst, Bruchschaden ist das, was Bosse unter der HP-Leiste haben. Wenn das auf 0 fällt, werden die gestunt. Sehr, sehr nice. Ja, leider kommen wir zu den nicht so guten Sachen. Und zwar die Autofähigkeiten von Gojo sind nervig. Ich sag so, wie es ist. Die sind sehr, 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 sehr nervig. Er bekommt, und ich rede hier gerade über die ganzen Sachen, weil viele wissen nicht, warum er das macht und was er alles so macht. Ich habe auch in den Kommentaren gelesen, wieso geht er nach irgendwann weg? Also wieso geht er irgendwann weg? Und zwar wegen dem Autofähigkeit hier. Notfall heißt das hier, gewährt zu Kampfbeginn sich selbst 7 Züge lang Notfall und nach 7 Zügen oder nach 7 Turns geht er weg. Das ist der Debuff, den er sich selber gibt. Wir haben es versucht, den zu balancen, weil seine nächste Autofähigkeit ist einfach, gewährt zu Beginn, Kampfbeginn sich selbst Negation Angriff. Also basically Damage, er negiert Damage. Also er bekommt kein Damage oder kann kein Damage bekommen, außer bei Domain-Angriffen. Und bei ein paar Story-Stages gibt es Domains, die können ihm Damage machen danach. Also wenn er in der Domain drin ist, bekommt er doch Damage. Das ist ganz interessant. Aber sonst negiert er jeden Damage. Und die haben ihn versucht, mit dem Notfall-Ding zu balancen, dass er nach 7 Turns weggeht. Und das ist sehr, sehr nervig, weil das zählt als tot. Das heißt, ihr bekommt keine 3 Sterne. Und das ist, ja, ist okay, dann müsst ihr halt den nach 7 Turns müsst ihr die killen, weil sonst bekommt ihr keine 3 Sterne. Ja, dann schauen wir uns mal an, welche Memories man für ihn braucht. Wir gehen rüber, das allerbeste ist dieses Memory hier, Non-Standard. Ist wirklich einfach crazy. Es ist das allerbeste für Gojo. Fast 40% Jujutsu bekommt er auf seine Stats drauf. Okay, 13%, er braucht keine HP, er negiert jeden Damage. Das heißt, so Stats wie HP braucht er nicht. Oder Heal oder sowas. Er braucht auch kein, wie hieß das nochmal? Das hieß,
Max, oder besser Cursed Energy braucht er auch nicht. Der hat unendlich Cursed Energy gefühlt. Und er verbraucht auch nur einen pro Attacke. Das heißt, solche Sachen sind unnötig. Das, was er braucht, ist Damage, Damage, Damage. Und vor allem Damage auf seiner Ultimate. Deswegen, when Ultimate Skills activated, increases own Jutsu Damage by 18%. Und dieses Jutsu Damage ist extrem wichtig. Denn wenn wir hier nochmal auf seine Attacke gehen, deine Ultimate macht nur Jutsu Damage. Oder halt Fluchtechnik. Das ist jetzt auf Deutsch. Jutsu Damage ist nur für seine Ultimate. Würdet ihr jetzt ein Memory draufpacken, was kein Jutsu Damage ist, sondern zum Beispiel Taijutsu Damage, also Nahkampfschaden, dann bekommt ihr einfach 0, also nichts. Und wie ihr hier seht, 80 fucking Prozent auf Jutsu Damage. Er wird wie ein Truck hitten, also das ist wirklich insane. Und dann bekommt er noch, at the start of each wave feels own Ultimate Gauge by 200. Oh mein Gott, er bekommt einfach seine Ultimate schon. Okay, ja, die ist busted. Also ich habe den Memory nicht, die ist aber crazy. Wenn ihr die habt, dann GG's. Und wenn ihr die auf LB1 habt, also auf ein Dupe, busted. Busted. Also das ist wirklich, wirklich insane. Mit Abstand Top 1 Memory, wahrscheinlich allgemein auch. Aber mit Gojo ist es wirklich das allerbeste. Natürlich gibt es aber auch andere Memories, die man für ihn equippen kann. Die sind ein bisschen schlechter, aber auch ganz nice. Wir gehen jetzt mal, Jujutsu ist jetzt nur 30%, aber ist auch not bad. Das ist hier auf Command Skill und Ultimate Skill. Ganz wichtig, ihr wollt das eigentlich nur auf Ultimate Skill benutzen, weil sein Ultimate ist das, was obviously am meisten Damage macht. Und ihr wollt das nicht an irgendeinen Skill 1, Skill 2 oder Skill 3 verwenden. Deswegen auf Ultimate benutzen. Und er macht dann 70% mehr Damage dealt. Richtig, richtig gut. Und er bekommt, when Critical Hit performs, increases all allies Critical Hit Rate by 10%. Ich glaube, sein Crit ist relativ gut, actually. Deswegen, not bad. Und ja, wir machen direkt weiter mit dem nächsten. Das sind alle leider, die man nur summonen kann. Die Free-to-Play-Sachen sind noch, also noch, relativ ass. Es werden aber später bessere Free-to-Play-Memories kommen. Das sind jetzt gerade die, man aus dem Gacha bekommt. Die sind nicht Free-to-Play, also die ich jetzt gerade gezeigt habe. Und dann, when Common Skill or Ultimate Skills activate, increases only Jutsu Damage by 60% für 2 Turns. Relativ, relativ gut. 40% Jutsu, das ist actually sogar sehr, sehr gut für Gojo. 40% und dann hier nochmal 60% Jutsu Damage. Natürlich nicht so busted wie der Non-Standard, also wie dieser Hollow Purple Memory. Aber auch sehr, sehr gut. Dann gehen wir rüber zu dem. Ah, nee, warte, das ist hier. Dann gehen wir rüber zu den SA-Sachen. Das hier ist actually das, was ich benutze. Und zwar Cursed Nature. Und das ist okay. Also, es ist nicht crazy. Ich habe halt die SSA-Sachen nicht, weil ich spare auf Yuta, was ihr auch machen solltet. Und ich summon nicht. Das heißt, ich benutze dieses hier. Und das ist relativ gut. Ich denke, die meisten sollten das haben. Und das ist, wenn ihr die anderen SSA-Sachen nicht habt, wie zum Beispiel ich, dann ist das sehr, sehr gut für Gojo. Also nicht sehr, sehr gut, aber relativ gut für Gojo. 21% auf Jujutsu. Taijutsu ist, ja, ist okay. Also braucht er nicht wirklich. HP komplett unnötig. Und er macht dann Ultimate Skills Activate, increase all Jujutsu Damage by 60% one turn. Ist ganz okay. Dann haben wir noch Malevolent Malevolent Shrine oder so. Leider bekommt er 0 Jujutsu Damage, nur Taijutsu. Was, das ist eigentlich schon, ich will es dir trotzdem sagen, also ich will es dir trotzdem mit einbeziehen, aber das ist schon eigentlich Ausschlusskriterium. 0% Jujutsu Damage, das ist wirklich nur im Notfall. Er bekommt hier 0% Jujutsu. Er bekommt hier aber als Effekt, when Ultimate Skills activated, increase own damage dealt by 60%. Und das ist sehr, sehr nice. Leider ist dieser Effekt richtig ass, weil das ist hier nur auf Taijutsu. At start of each wave, increases all enemies Taijutsu damage received. Und das ist nicht gut. Und er bekommt kein Jutsu. Also das ist wirklich nur im Notfall. Aber das ist eigentlich schon relativ ass. Dann haben wir noch was Besseres. Dann, wenn ihr das nicht habt, dann ist vielleicht a Girl Called Nobara Kugisaki. Relativ gut, 26% ungefähr auf Jujutsu. When Command or Ultimate Skills activated, increase own Jujutsu Damage by 60%. Sehr nice.
Dann auf welche Skills sollte man am besten gehen? Also ihr solltet am besten jeden Skill upgraden. Ich mag zum Beispiel diesen Skill nicht wirklich. Er ist Taijutsu, also Nahkampf. Und ihr bildet ihn eigentlich nur auf Flugkraft, also halt auf, ja doch eigentlich Flugkraft, wie heißt es nochmal? Jujutsu Damage, genau, ihr bildet ihn dafür. Deswegen ist diese Attacke die bessere als diese Attacke, würde ich mal sagen. Die macht auch mehr Prozent vom Damage her. Wenn ihr hier seht, beide sind auf Stufe 3. Und das macht 229% und das macht 315% Damage. Und dann hat er noch sein Buff. Ist sehr, sehr gut. Und dann hat er noch seine Ultimate. Wie würde ich das Ganze ranken? Ich würde auf Platz 1 seine Ultimate erstmal upgraden, weil die ist das, was den Charakter wirklich ausmacht. Diesen crazy Damage, crazy AoE Damage. Dann würde ich vielleicht sogar seinen Buff erhöhen und dann sein gut aufmerksamen Skill 1 ist sehr nice. So, lohnt sich dupen auf den Charakter? Ja. Lohnt es sich komplett, ihn zu dupen? Nicht wirklich und nicht unbedingt. Er bekommt ab einem Dupe, was ich habe, 25% mehr Fluchtechnik Damage. Oder es ist basically einfach Damage. Und das ist sehr, sehr nice. Einfach mal so, bam, 25% mehr Damage ist sehr, sehr nice. Er bekommt natürlich noch Taijutsu Damage, also Körpertechnik Damage. LP, useless, ihr wisst, komplett useless. Und ja, 25% Raw auf den Stat ist sehr, sehr nice. Also es lohnt sich schon. Lohnt es sich komplett hier durchzugehen? Nicht wirklich. Ne, nicht wirklich. Es ist gut, cool, good to have, aber ist nicht nötig. Ich denke, ein Dupe reicht vollkommen aus. Er ist sogar komplett OP, auch ohne Dupe. Deswegen macht euch da nicht verrückt. Wenn ihr keinen Dupe bekommt, dann ist alles fein. Das ist immer noch crazy. Aber wenn ihr einen Dupe habt, ist das richtig gut. Ja, dann schauen wir uns an, in welchem Team man ihn spielen sollte. Das ist gerade mein Team mit Gojo. Ist nicht das beste Team. Ich habe nur Gojo. Und der Rest ist nur SA. Und ja, ihr wollt am besten zwei Buffer haben. Ich habe hier nicht mal die besten Buffer, denn der beste Buffer ist Masamichi. Wenn wir hier mal in die Tierlist gehen bei Global, Masamichi, der ist gerade der beste Support. Der ist richtig, richtig, richtig gut. Oh, vor allem mit Gojo ist er einfach auch eine Maschine. Und weil hier dieser Buff ist wirklich, wirklich, wirklich gut. Nebenbei ist er, also hier Nanami, auch richtig guter Supporter. Er bufft hier auch mit seinem Skill 2 sehr, sehr nice. Und Momo auch richtig, richtig guter Supporter. Die finde ich nicht so geil für ihn, weil ich glaube, die drei hier buffen kein Damage. Aber also eigentlich alle Supporter, die Damage buffen, sind gut. Sehr, sehr gut für Gojo. Ich würde einfach sagen, Masamichi Nummer 1, natürlich Nanami Nummer 2 und hier Momo Nummer 3. Alle drei sehr, sehr gut für Gojo. Ja, und dann würde ich sagen, war es das eigentlich, wie man Gojo bildet. Ich hoffe, es hat euch geholfen und gefallen. Falls ja, teilt das gerne mit euren Freunden, würde mich mega freuen. Und natürlich, lasst gerne ein Abo und ein Like da, falls ihr mehr davon sehen wollt. Und dann würde ich sagen, tschüss.